Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es folgt ein neues Video, auf welches ich mich heftig freue. Wir sind mal wieder auf dem Weg nach Hamburg. Man kennt es mittlerweile. Und dort steht ein Training an mit einem Trainer, der auch Bundesligaspieler privat trainiert. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich bin gespannt, was ihr auf dem Kasten habt. Und ihr seid auf jeden Fall dabei. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Und ich glaube, das wird schon. Team Smile Dogs auch am Start. Moin! Jetzt. Was uns erwartet. So, Freunde, es geht los. Das ist David, er hat sich Zeit genommen. Vielen Dank dafür. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich werde den Jungen richtig durchchecken hier und dann gucken wir mal, was dann nachher raus wird. Hast du am Anfang immer eine Anfangsroutine, die du immer machst, wo du dich wohlfühlst, wie du dich warm machst, so irgendwie so Movies oder sonst irgendwas? Kannst du Seil springen? Ja? Gut, dann schnür dich bitte zu. Hast du ein Seil dabei? Nee, ich habe kein Seil. Ziel dann da auf jeden Fall im Fußgelenk, mehr Kraft zu entwickeln, weil ich bin jetzt mal gespannt, kannst du Doppelsprünge? Ja. Doppel anders? Okay, spring mal ein, mach einen Doppelsprung, weiter springen, dann machst du zwei hintereinander, weiter springen und drei, vier. Ja? Yeah.
kuscheln. Du musst abwechseln, ne? Das ist ein Neustart. Okay, ja, abwechseln. Immer links, rechts, hinten. Situation wichtig ist. Ne? Also, er läuft jetzt über das ganze Ding, das heißt, blaues, vom blauen ist es wahrscheinlich runter. Du drückst das einfach drauf, wenn 5, wenn oben weiß leuchtet, brauch ich dir nicht erklären, läufst du da hin. Ja, und erstmal 50%, 60%, ja? Und das auch hier auch noch. Das ist einfach, ne? Ja, genau. Das wollte ich mal zu Hause sehen. Übelst geil. Okay, ja, ne? Bis zum nächsten Mal. Spannen wir alles an und es geht direkt in die Richtung. Das geht bei dir in Richtungswechsel gerade nicht. So, na klar, du gewöhnst dich gerade dran, ich weiß das, aber jetzt gleich, wenn du 100% machst, möchte ich nicht wegen hier sehen, dass du lang bist und hier irgendwie einbrichst. So, zack, das muss hier rein, direkt da raus. Die Reihe weg, da muss richtig Power raus sein. So, jetzt 100%. Das heißt, das Weiß-Grüne ist immer das Nächste. Ne? Ich zeig's dir mal ganz langsam. So, ich laufe dahin. Und Weiß, der ist mein Nächster. Das heißt, ich drehe mich auch so hin auf. Zack, lauf hin. Guck, Schulterblick, ah, ich guck nach vorne. Ich lauf dahin. Dreh mich auf, lauf dahin. Ich hoffe, dass du gar nicht drauf achtest, wie du läufst. Du machst Konterschritte, sagst ein. So, da steht jetzt ein Wort. Das Schwerste ist echt, Müller ist ja mein Mitarbeiter, so er hat seinen Namen da selbst. Vollgas geben und jetzt Richtung 20, so 18, 19, die gleichen Wörter kommen. Ja, die sind die gleichen Wörter, aber die kommen verschieden dran. Ja. Na, steht immer da. Vielleicht kommt noch da hin, ne? Also mein Name ist auch noch so drin, aber. Ja. Noch höher, nicht einhalten, das halten, das mit dem hier,
Der chillt hier, oder was? Hier Spannung, den will ich haben. Wechsel, Rücken gerade. Weiter hoch. Rücken runter. Zack, hier ist drin. Der. Ja, ist besser jetzt, ist besser. Ruhig atmen. Ruhig atmen, ein bisschen höher. Nicht einknicken hier. Hier ist gar nichts drin, hier ist Power drin. Beide. Popo zusammen, als wenn hier Arsch zusammenkneifen. Und wechsel. Da halten. Muss der Bauch kommen, ist mir klar. Hier runter. Da runter. Da runter weiter. Und wechsel. Nee, komm, Pause. Rechte Hand nach vorne, linkes Bein anlegen. Wehe, die Hüfte ist nicht gerade. Und nicht einfach. Hier halten. Spannung. Da sage ich auch nichts. Ne? Da versuchst du einfach jetzt zu halten. Falls du so an der Grenze bist. Hoch. Eins und hoch. Ja, genau. Fußspitzen schön anziehen. Guck mal, ob du hier wieder chillst. Oder? Ah, das ist okay. Und atmen. Das ist der große Ball. Nee. Hoch, bleib, komm, los. Hoch. Das waren keine 20 Sekunden. Das ist krass, Digga. Eins und hoch. Und Bein hoch. Sehr gut. Hüfte weiter vor. Noch 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1. Und ab. Andere Seite. Da halten. Halten, ich bin, komm, ich helfe dir, aber dann halt es so. Dann halten. Und Hüfte weiter nach vorne. Nicht cheaten, ja genau. Das ist das nämlich. Okay, auf dem Rücken legen. Zeig mal den Punkt, dass wir das irgendwo aufstellen. Du brauchst erstmal ein Vierteljahr keine Gewichte, mein Junge. Und wechsel. Und voll anziehen. Voll anziehen, ja. Wechsel. Jede Seite noch einmal. Nicht absetzen unten. Leute, ich kann eigentlich gar nichts mehr. Aber ich ziehe jetzt durch. Von nichts kommt nichts. Trainer sagt, lauf 10 Runden, musst du 12 laufen. Ja, es geht, und es geht nicht darum, jetzt irgendwie mit dem Bein das irgendwie als Ausrede rauszunehmen, sondern du musst dir jetzt irgendwie einen Gedanken nehmen. Dann ist mir eigentlich scheißegal was. Ist das Freundin, ist das Mama, Papa, Opa, egal was. Oder Vertrag ist mir eigentlich egal. Du musst es auch nicht sagen, aber diesen Gedanken brauchst du auch, wofür du das machst. Ja, und wenn du läufst, kriegst du das hier noch okay hin, aber da drüben oder spätestens da, da brauchst du diesen scheiß Gedanken. Ja, um nicht zu sagen, oh, meine Beine sind kaputt oder sonst was, dann kannst du stehen bleiben, da abbiegen, ins Auto setzen und nach Hause fahren. So, ne? Diese eine Runde, einmal Vollgas, alles raus. Dass du kaputt bist, alle machen das bei mir, die kaputt sind. Aber die Frage ist halt, wie viel kriegt man wirklich den Kopf raus? So, ne? Ich würde dir vorschlagen, dass du einmal eine Runde locker läufst, 50 Meter, einmal 50 Meter ein bisschen Tempo, sodass du dich ein bisschen an die Runde gewöhnst, damit du ungefähr weißt, nochmal, auch wenn du vielleicht öfters gelaufen bist, was das ist, so, aber dass du einmal eine Runde läufst, dann machen wir eine Runde Vollgas. Okay. So, ich sag euch das vorweg, mein Problem ist immer, ich lüge, ne? Die erste Runde interessiert mich nicht, die zweite Runde. Aber du bist auch gemein, ey. Er gibt jetzt so viel Vollgas, aber ich will, dass er weiß, dass er jetzt alles gibt. Aber die erste Runde interessiert mich gar nicht. Scheiße, Domo, wenn du das gleich, wenn du das gehört hättest. Komm, Dominik, zieh! Scheiße, Digga. 90 Sekunden, du kriegst noch 45 Sekunden Pause, dann geht's nochmal los. Mann, Digga, das ist und dann unter einer Minute. Was denn? Ich hatte Juice. Ja, Milos muss los, aber weil er drüben um. Ich dachte, ich verkacke so hier hinten. Weil ich so Schrotttaktik. Zieh! Komm, zieh, Dom! Zieh! Schritte! Zieh! Komm, Junge, alles! Er kann nicht mehr. Hör auf die scheiß Uhr zu gucken, laut! Schritte, bis da vorne hin! Zieh! Schlecht. Lauf durch, hör nicht auf, zieh! Digga, mein. Scheißegal, ob dir jemand sucht. Ich will, dass du um dein scheiß Leben läufst. Ja? Und ich möchte, dass du wieder unter 1,05 läufst. Ja, und das hast du drin. Und dass du, wenn du das krampfst, dann ist das scheißegal. Weil im Leistungssport gibt es Krämpfe und Seitenstiche. Ja? Aber du kennst es vom Mindset vielleicht nicht, aber dann werden die Schritte gemacht. Und du machst nur einfach, und du hörst auf an zu joggen dort. Ne? Am liebsten wäre ich da hingelaufen und hätte dir den Arsch aufgerissen. Ne? Du läufst gleich, als wenn es um alles geht.
So, danach kannst du einpacken, deine Freundin fährt dich nach Hause. Ihr könnt alles machen, aber ich will einmal Leistung heute sehen. Ich will einmal Leistung sehen. Und jetzt hast du die Möglichkeit dazu. So, eins und los, Dominik. Power! Komm, Junge! Ich sehe nichts mehr, alles dreht sich geil. Geiles Ding. Geiles Ding. Ich bin so tot wie noch nie in meinem Leben. Was habe ich die ganzen Jahre gemacht? Geil. Wie viel habe ich denn jetzt? Hab nicht geschafft, oder? Ein bisschen besser gehalten. Ja, aber du läufst die dritte Runde schneller als die zweite. Klar, da hast du einen Krampf bekommen. Aber nichtsdestotrotz, normalerweise müsstest du, wenn du richtig voll Power gibst, die dritte Runde so 1,20 laufen. Du bist jetzt aber 1,07 gelaufen. So, ne? Und deswegen ist diese 1,03 und die 1,09 vorher einfach eine Frechheit. Das ist Zeitverschwendung. Also, so ein Training ist verschenkte Lebenszeit. So, ne? Dafür stehe ich morgens nicht auf und dafür solltest du auch nicht aufstehen. Und wenn du das weißt, dann weißt du, was bedeutet, Leistungssport richtig zu trainieren und sonst was. Es war genau richtig. Uhr weg, zack, scheiß, einfach laufen und Leistung bringen. Und die 1,07, das war Leistung. Das war okay. Ja? So, ne? Wille ist da, sonst wärst du die letzte Runde 1,30 gelaufen. Gibt's auch Leute, die können dann gleich nach Hause. Ne? Ich nicht mehr, keine Gewichte mehr, ihr habt gehört. Ich habe meine Defizite heute aufgezeigt bekommen und da werden wir dran arbeiten. Ach, ich würde gerne mehr sein, aber... So Freunde, wir fahren jetzt noch zu Smilodogs. Ich glaube, dieses Training war ganz, ganz krank. Das bringt einen weiter. Und vor allem, man weiß jetzt, wo sind die Defizite, woran kann man arbeiten. Ihr wisst ja auch, eigentlich Laufen war immer nicht so mein Problem. Heute war selbst Laufen ein Problem. Deswegen, das ist krank, das hat Bock gemacht. Jetzt habe ich einen Plan für die Zukunft, woran wir arbeiten. Ihr seid natürlich dabei. Und man muss echt sagen, David, kranker Typ. Kranker Typ, er hat schon... Er sieht alles. Er formuliert alles so. Er sagt am Anfang, ja, wir laufen zwei Runden. Dann ich natürlich so ein bisschen auch in meinem Kopf diese zwei Runden. Denk mir so, ja, mach mal die erste bisschen Bremse. Dann hast du zweite Juice. Was war? Zweite Runde war die schlechteste Runde von drei. Dann habe ich noch einen Krampf gekriegt. Dann laufe ich danach noch eine Runde. Auf einmal hatte ich keinen Krampf mehr. Ganz, ganz krank. Also wirklich, so ein Trainer habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich bin jetzt 29 und er ist der Erste, der mir meine Defizite so krass gezeigt hat. Aber hat richtig Bock gemacht. Ich hoffe auch, das hat euch gefallen. Kleiner Einblick, hartes Training. Ich bin auf. Und jetzt, wie gesagt, zu Smilodogs. Mal gucken, was da noch abgeht. Nehmen wir euch auch mit. Und dann fahren wir endlich nach Hause, weil ich bin tot. Ich bin so im Eimer. So, Freunde, ich gehe erstmal duschen. Die Kabine. Waage, ganz wichtig. Hier ist das Gym. Geil. Und duschen, alles ist da. Man ist doch zufrieden. So Leute, ich bin wieder fresh, Gott sei Dank. Ich bin immer noch so tot. Kack drauf, war ein geiles Ding. Jetzt fahre ich nach oben, guck, was da so abgeht. Leute, ab nach Hause. Ein langer Tag neigt sich dem Ende. Aber es wurde Zeit, ich bin tot. Ich muss echt sagen, diese Dinger hier, meine Energy Gels, die haben mir mein Leben heute gerettet. Ich bin richtig dreimal gestorben, aber es war ein geiles Training. Und jetzt habe ich ein paar Übungen, an denen ich arbeiten kann. Ganz, ganz wichtig, hat mir einiges gebracht, oder nicht? Auf jeden Fall. Ihr habt sicherlich gesehen, ich bin echt an mein Limit gegangen. Es ging nicht mehr. Aber so will ich das. Das ist geil. Man muss immer richtig an seine Grenzen gehen. Ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch andere Workouts sehen wollt oder was euch noch so interessiert. Ansonsten, ja, für uns geht es nächste Woche am Mittwoch in den Urlaub. Und da wird es natürlich auch einen Urlaubsvlog geben. Und ihr kennt das Spiel, lasst gerne ein Like da, ein Abo da, kostet nichts. Gebt mir gerne Feedback, wie euch das gefallen hat. Und dann sehen wir uns aus Zakynthos wieder. Also,